Herzlich willkommen zu diesem Video und wie angekündigt kümmern wir uns jetzt ganz kurz um eine Art Decorator Pattern, was Sie in der Java Stream Hierarchie sehr schön wiederfinden und was uns eigentlich sehr mächtige Mittel an die Hand gibt, Dinge zu kombinieren. Ich habe das in dem letzten Video schon gezeigt. Sie können auf einen Output Stream zum Beispiel einen Print Stream drauf tun. Also den einfach ummanteln mit einem Print-Stream und dann kann der viel mächtigere Informationen oder viel mächtigere Dinge tun. Sie können aber auch einen Stream drumherum packen, der eigentlich keine mächtigere Funktion bereitstellt, sondern einfach nur die Funktionsweise verbessert, zum Beispiel indem man den Datenstrom zippt oder enkryptiert oder ihn verschlüsselt. So, also wenn Sie hier mal die Vererbungshierarchie kurz anschauen, müssen wir eigentlich nach folgender Struktur suchen. Wir haben einen Output-Stream. Gespiegelt auch beim Input-Stream genauso. Der Output-Stream bietet Ihnen eine Write-Methode an, unter anderem, das ist so die Fachmethode. Und das heißt, alle abgeleiteten Klassen haben auch diese Write-Methode. Und da kann ich in andere Datenströme schreiben, zum Beispiel in eine Datei. Also das heißt, File-Output-Stream hat auch die Write-Methode. Und was ich jetzt mache, und das ist sozusagen so eine Art Decorator-Pattern, ich leite von Output-Stream jetzt auch einen Filter-Output-Stream ab. Und der Filter-Output-Stream hat aber als Attribut einen Output-Stream. Das heißt, dieser Filter-Output-Stream bietet jetzt alle Methoden an, da er abgeleitet ist von Output-Stream und gleichzeitig hat er ein Objekt des Typs Output-Stream innen drin. Und was Sie jetzt machen, ist der sozusagen so eine Art Wrapper, Adapter, um dieses innere Objekt und jetzt können Sie sozusagen die Methoden, die nach außen von Output-Stream angeboten werden, unterbrechen und durch eigene Methoden überladen. Also können Sie sozusagen ein Objekt dekorieren mit diesem Filter-Output-Stream und dann kann der andere Dinge tun bei denselben Methoden. Und davon abgeleitet sind dann in Java zum Beispiel der Buffered-Output-Stream oder der Print-Stream, den Sie gerade gesehen haben. Ich habe jetzt hier nochmal so eine ganze Menge an anderen Streams gefunden, die auch da abgeleitet sind, wie Checked-Output-Stream, Cipher-Output-Stream, Data-Output-Stream, Digest-Output-Stream und so weiter. Das zeige ich Ihnen jetzt durch so ein bisschen Spielerei im IntelliJ. Hier nochmal im IntelliJ die Grafik aus dem letzten Video. Hier sehen Sie sehr schön nochmal die Klassenhierarchie, also dass ich in der meine schrottige PowerPoint-Folie sozusagen, dass das der Realität entspricht. Sie sehen hier den Print-Stream, den ich Ihnen demonstriert habe. Das ist so System.out ist ein Print-Stream. Der leitet ab von Filter-Output-Stream, der wieder von Output-Stream ableitet. Und Filter-Output-Stream hat hier, Sie sehen das hier bei Out, kann es nicht markieren leider, bei Out, dieser Output-Stream, das ist sozusagen der Output-Stream, den der wrappt. So, da bauen wir jetzt mal eine kleine Demo, um das nochmal genauer anzuschauen. So, und was ich jetzt mache, ist, jetzt verpasse ich dem File-Output-Stream einen Decorator, der dann sozusagen Zahlen umwandelt. Zum Beispiel könnte ich hier als Text angeben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da würde ich jetzt gerne einen Decorator haben von dem Output-Stream, der mir aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 den Text macht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Frage ist, wie setze ich das jetzt am geschicktesten um? So, schauen wir uns das mal an. Das heißt, was müssen wir jetzt tun? Wir brauchen erstmal einen Filter-Output-Stream und der soll diese Umwandlung machen. Dann sage ich hier mal File New Class. Den nenne ich jetzt mal Zahlendekorator. So, den leite ich ab von extends filter out, wie in der Grafik output stream. Da spendieren wir den mal public. Ach, die kann ich auch generieren lassen. Vielleicht machen wir das, ist das leichter. Ich generiere den Konstruktor. Alt einfügen, Konstruktor. So, das heißt, dann, was wir jetzt gemacht haben, ist, jetzt haben wir sozusagen den Output-Stream entgegengenommen im Zahlendecorator und diese abstrakte Klasse Filter-Output-Stream, der verwaltet jetzt dieses Out-Objekt. Und jetzt kann ich, wenn ich Lust habe, weitere Methoden dekorieren. Ich nehme jetzt mal nur die Write-Methode. Das heißt, ich sage jetzt hier wieder Alt einfügen, Override Methods. Dann sage ich hier, ich hätte gerne nur die Write-Methode überladen. So. Und was ich jetzt mache, jetzt vergleiche ich einfach, ob dieses B eine Ziffer ist, denn da wollte ich ja dann entsprechend einen String ausgeben. Und jetzt versuchen wir das mal zu bauen. Das heißt, ich schreibe hier rein Switch. Ähm,
casten wir das Ganze mal auf den Charakter, dass ich es vergleichen kann. Char C gleich Char B. So, dann tue ich mich hier leichter, Switch C. Und sage jetzt hier Case 0. Dann soll der Super.Write 1.getBytes break. So, und das machen wir jetzt mit allen. Jetzt müssen wir das Switch Case noch ummanteln. Und so, und er formatiert mir das schon sauber. Und nochmal den kein Blödsinn ausgeben. Das heißt, hier ist die 0 ist eine 0. 1, 2. So, 5, dass wir kein Problem mit den Character Encoding haben. So, jetzt habe ich sozusagen hier den Decorator gebaut. Ich habe die Write-Methode überladen. Das heißt, jedes Mal dann, wenn von auf dem Output-Stream von draußen ein Write aufgerufen wird, dann läuft das durch mein Switch-Case. Und jetzt baue ich das nur noch in diese ganze sozusagen zusammengesteckte Stream-Struktur mit rein, dass Sie sehen können, dass das auch funktioniert. So, das heißt, was ich jetzt mache, ist, jetzt baue ich in diese Struktur rein eigentlich meinen tollen neuen Stream. Das heißt, ich sage jetzt hier New Zahlendecorator und hänge den Pfeil auf das Stream rein. Das heißt, Sie sehen, jetzt machen wir hier wirklich eine Struktur auf Stream mit einer ganzen Menge von aufeinander aufbauenden Streams. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück, aber vielleicht geht es ja doch. So. Also das heißt, was wir erwarten würden, ist, dass er in die Datei, sehen wir statt 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehen wir das Ganze ausgeschrieben, weil ich das hier in dem Stream so programmiert habe. Schauen wir mal, ob es geht. Test2.txt. Und Sie sehen, es hat interessanterweise auf Anhieb funktioniert. Das heißt, er hat jetzt mit dem Decorator, hat er jetzt also 1, 2, 3, 4, 5. Mehr habe ich ja in dem Decorator nicht geschrieben. An 0, 1, 2, 3, 4, 5 hat er die 2 durch ein 2 ersetzt, eine 3 durch eine 3 und so weiter. Und das ging dadurch, dass ich sozusagen hier eine Decorator-Struktur aufmachen konnte. Also, jetzt haben Sie an dem einfachen Beispiel gesehen, wie ich es in Java Ströme veredeln kann. Das heißt, ich kann... Und auf diese Art und Weise machen Sie Buffered-Output-Streams oder Cipher-Streams und so weiter. Die sind also alle abgeleitet von Filter-Output-Stream beziehungsweise von Filter-Input-Stream. Und so kann man sozusagen ein immer komplexer werdendes und frei kombinierbares Verhalten erzeugen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht's mit dem Datei-Handling.